Habt ihr irgendwas, was ich was mit Küche zu tun hat? Ja, ja, und so bin ich da gelandet. Hallo und herzlich willkommen bei Freiwillig Busy, dem Podcast übers Ehrenamt. Mein Name ist Luisa Laudace und ich bin für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unterwegs. Heute darf ich Claudia von der Regieeinheit Katastrophenschutz, kurz ACAT, und Omar vom Deutschen Roten Kreuz begrüßen. Egal was du kannst helfen. Claudia, du arbeitest ehrenamtlich bei ACAT. Was ist denn dort genau dein Aufgabenbereich? Ja, in der Regieeinheit Katastrophenschutz Neumünster bin ich in der zweiten Betreuungsgruppe. Dort ist meine Aufgabe als Truppführerin Verpflegung, wenn in Katastrophenfällen wir los müssen, bin ich dafür zuständig, bis zu 500 Leute mit meiner Mannschaft zusammen zu verpflegen. Wenn einer mal sagt, ey, das hast du richtig klasse gemacht, das war super, dann freue ich mich und kann sagen, vielen Dank, gerne wieder. Omar, du bist beim Deutschen Roten Kreuz tätig. Für welchen Bereich bist du dort zuständig? Ich arbeite im Bereich Technik hauptsächlich. Da ich jetzt ausgebildeter Techniker bin, habe ich tatsächlich hauptsächlich mit den Technikensachen da in der Bereitschaft eher zu tun. So vorbereitungsmäßig für die Einsätze, Nachrüsten, Arbeiten und so weiter und so fort. Wie bist du auf das Thema aufmerksam geworden? Erstens bin ich Syrer und da war ich unterwegs nach Deutschland sozusagen. Da hatte ich unglaubliche Unterstützung unterwegs bekommen und überall habe ich das Rote Kreuz gesehen und da dachte ich mir, okay, habe ich irgendwann im Hinterkopf behalten. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, tatsächlich beim Roten Kreuz zu fragen, weil ich ja die ganze Zeit das Rote Kreuz gesehen habe und dachte ich, okay, die helfen auch. Claudia, du hast auch eine Behinderung und ich wollte dich fragen, ob du in deinem Ehrenamt deshalb schon mal auf Barrieren gestoßen bist. Nein, überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Also sie haben mich machen lassen, haben mir Aufgaben trotzdem zugetraut und ich habe gesagt, ich versuche es, wie weit ich es kann. Ich habe meine Grenzen ausgelotet und ich bin super zufrieden und es hat mich positiv nach vorne gebracht. Ich habe gesagt, dass ich ADHS habe und mittelgradige Depressionen. Und dass ich dadurch eben auch Schwierigkeiten manchmal habe, gleich auf Anhieb Sachen zu verstehen, zu begreifen, zu lernen. Dass ich manchmal vielleicht auch ein bisschen länger brauche. Aber das war überhaupt kein Problem. Du kannst dir die Zeit nehmen, die du brauchst. Man muss halt die Menschen genauso akzeptieren, wie sie sind. Wurde ich auch genauso akzeptiert, wie ich war. Jeder kann mithelfen. Weil jeder hat irgendeine Fähigkeit, die er gut kann. Und wenn die noch nicht einer noch nicht wirklich was kann, aber der findet unter Garantie etwas, weil das Spektrum ja auch groß ist. Da habe ich so gelernt, wie ich Menschen vertraue, also an das Gute in den Menschen. Damit meine ich, dass ich die Menschen genauso annehme, wie sie sind und die Stärke des Menschen einfach genauso annehme, tatsächlich im privaten Leben auch. Gab es denn innerhalb eurer ehrenamtlichen Tätigkeiten irgendeinen Moment, den ihr nie vergessen werdet? Das war, wie Schleswig-Holstein die Einsatzkräfte ins Ahrtal runtergefahren sind. Und wenn man das so sieht, dass da knapp 200 Fahrzeuge, 600 Einsatzkräfte sind, die alle ehrenamtlich waren. Und darunter gefahren sind, das war schon ziemlich prägend. Aber wie sie zurückgekommen sind, das war schon sehr einschneidend, weil man auch gesehen hat, dass die teilweise verändert wiedergekommen sind. Das tut mir echt leid, was da unten im NRW passiert ist. Aber ich finde es halt wichtig, was da auch gezeigt wurde, dass alle Ehrenamtliche einfach auf den Sprung von Hamburg aus, von Kiel, von Flensburg einfach runtergefahren sind. Sie haben ihre Zeit geopfert, sie haben was getan. Omar, du studierst Elektrotechnik und du hast zwei Jobs. Ich kann mir kaum vorstellen, wie man da noch Zeit für so ein Ehrenamt findest. Wie machst du das? Ja genau, ich studiere dual halt. Und deshalb ist das der erste Job bei mir. Ich gehe dann nebenbei arbeiten, selbst wenn ich eine Stunde im Monat dafür habe. Ne? Findet man irgendwie die Zeit dafür. Nicht nur arbeiten, auch was Gutes tun.